Moin Moin, willkommen zu den diesjährigen Projektkurzvorstellungen, also die vom ersten Tag. Ist relativ einfach, die Projekte, die sich da jetzt schon in Reihe und hier ein bisschen verteilt haben, dürfen sich in 2 Minuten über ihr eigenes Projekt auslassen, das ist natürlich möglichst positiv, so dass ihr euch das Ganze nochmal genauer am Stand unten erklären lasst. Anfang macht CAZERT. Hallo, mein Name ist Stefan Tode. Und ich möchte Ihnen gerne CAZERT einmal in aller Kürze vorstellen. Auf den Punkt gebracht, CAZERT bietet kostenfreie Zertifikate. Hauptanwendung sind SSL-Zertifikate für HTTPS und eben persönliche S/MIME-Zertifikate für eben E-Mail-Signatur und Verschlüsselung. Wie kommen wir weiter? Also, CAZERT ist aufgestellt als Vertrauensnetzwerk und als Messpunkt für dieses Vertrauen gibt es ein Punktesystem. Das Punktesystem basiert auf persönlichen Identitätsprüfungen, wo verschiedene Punkte vergeben werden. Ab 50 Punkten kann jeder dann auch Zertifikate für sich ausstellen mit einer Gültigkeit von 2 Jahren. Darunter ist das limitiert auf 6 Monate, das heißt, man muss ein bisschen häufiger ran und der eigene Name wird nicht mit eingetragen in das Zertifikat. Auch wenn im Moment die Notwendigkeit vielleicht nicht besteht, aber wir sind zu dritt unten und können insgesamt 100 Punkte vergeben, also die mindestens 50 Punkte sind auf jeden Fall gewährleistet, auch wenn es nicht sofort benötigt wird. Ansonsten kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch am Stand und ich bin fertig. Ja, hallo zusammen, ich bin Colin Fink vom ReactOS-Projekt. Und wir entwickeln ein Windows-kompatibles Betriebssystem. Wir sind nicht bloß also ein weiteres Linux-System, sondern wir entwickeln von Grund auf die einzelnen Komponenten, die man für ein Windows-kompatibles System halt benötigt. Und dementsprechend sind auf unserem System auch schon etliche Windows-Programme und Treiber ohne irgendwelche Modifikationen einfach so lauffähig. Und selbstverständlich, weil wir ja hier sind, wir arbeiten auch nach dem Open-Source-Prinzip. Jetzt stellt sich einer bestimmt die Frage, wofür braucht man so ein Projekt überhaupt? Da gibt es zuerst einmal die Tatsache, dass über 90% der existierenden Software unter Windows läuft. Da hätten wir einmal die Killer-Apps, sagen wir mal MS Office, Photoshop oder so. Es gibt einen Haufen Legacy-Software, für die ein Hersteller nie eine Portierung auf andere Betriebssysteme angeboten hat. Vielleicht existiert der Hersteller auch gar nicht mehr, also weiß man gar nicht mehr, ob es da jemals was anderes gibt. Und es gibt natürlich Treiber für jede erdenkliche Hardware bei Windows. Letztendlich ist auch ein System nach eigenen Wünschen und wir leisten damit die wohl umfassendste Dokumentation der Windows-API. Und hier zeige ich einmal die Benutzeroberfläche, die Windows-gewohnten Anwendern sicherlich bekannt vorkommen dürfte, mit einigen unserer Programme, die wir da entwickelt haben. Und wo ich vorhin von Killer-Apps sprach, hätten wir hier auch einmal MS Office unmodifiziert unter ReactOS. Tja, und wenn ihr noch weitere Fragen habt, wir sind unten und morgen gibt es noch einen längeren Vortrag. Dankeschön. Ich bin und haben mal in Person die Vertretung vom Freifunk hier. Muss ich nochmal anfangen? Also ich bin Daniel Ehlers, ich bin die Vertretung vom Freifunk Kiel. Was ist Freifunk? Freifunk ist eine nicht kommerzielle, von Bürgern aufgebaute Dateninfrastruktur. Wir haben uns halt als Ziel gesetzt, dass wir, wenn wir miteinander digital kommunizieren wollen, nicht immer davon abhängig sein wollen, dass irgendwelche anderen Leute uns ihre Netze zur Verfügung stellen. Wobei zur Verfügung stellen, das, was man mittlerweile zur Verfügung gestellt bekommt in Deutschland an Kommunikationsnetzen, ist halt mehr oder minder mangelhaft.
wenn man mal wirklich große Dateien untereinander austauschen will oder auch einfach mal miteinander zocken will oder Videokonferenz machen will, dann sind die paar Mbits Upload, die man in Deutschland bekommt, halt nicht mehr wirklich toll. Und wir lösen das halt dadurch, dass wir so Maschnetzwerke aufbauen. Da kann man sich in den kleinen Varianten so kleine WLAN-Router, die mit spezieller Software bespielt werden, zu Hause ans Fenster stellen und die vermaschen sich dann untereinander und dann kann man mit seinen Nachbarn und den weiter vermeschten Nachbarn mit bis zu 300 Mbit kommunizieren. Wir hoffen halt, dass wir das mit 802.11ac später auch mal auf Gigabit über Funk ausbauen können, aber das ist halt momentan noch nicht so weit. Ja, und da kann halt, wie gesagt, jeder mitmachen und wir freuen uns auch immer auf neue Mitwirkende, die entweder selber am Projekt mitwirken oder einfach nur einen kleinen Router zu Hause aufstellen, der das Netz vergrößert. Um die Datenreisenden aus fernen Ländern und Städten mit zu befriedigen und mit zu helfen, unterstützen wir halt auch Internet. Also über Freifunk bekommt man halt auch Internet, wobei es nicht immer das schnellste ist, weil wir halt wegen der Störerhaftung durch Anonymisierungsnetze gehen müssen. Ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Dominik Kopf. Ich komme für die FSFE aus Hamburg. Ich würde ganz gerne kurz klären, warum wir überhaupt freie Software brauchen und warum wir als politische Organisation, als FSFE, eine politische Organisation brauchen, die das vertritt. Software haben wir mittlerweile überall, das ist jedem klar, selbst auf dem Handy, auf dem Computer zu Hause, demnächst kommt Android für Autos auf den Markt. Den Unterschied zwischen freier Software und proprietärer Software müssen wir hier in den Kreisen, glaube ich, nicht groß klären. Was freie Software im Gegensatz zu proprietärer Software nicht hat, ist ein großes Unternehmen, was dahinter steht, was sich Anwälte leisten kann, die Rechte der Entwickler vertritt, die ihre freie Software unter freien Softwarelizenzen veröffentlichen. Insofern braucht freie Software eine Institution, die in einem gewissen Sinne trotzdem die Rechte der Entwickler vertritt, die dafür sorgen kann, dass auch die Lizenzbedingungen bei freier Software eingehalten werden, dass die Freiheiten, die freie Software gewährleistet, auch wirklich für den Benutzer da sind, in eine Software reingucken zu können, nachvollziehen zu können, was diese Software tut, ob diese Software wirklich meine Daten schützt. Und dafür haben wir die FSFE, die dann teilweise auch sogar auf europäischer Ebene in Brüssel eure Freiheiten im Prinzip vertritt. Ja. Hallo. Mein Name ist Cornelius Kölbel. Ich wollte euch heute kurz was zu Privacy Idea vorstellen. Da steht's. Und zwar ist das ein System, mit dem ich Zwei-Faktor-Authentisierung einführen kann. Zwei-Faktor-Authentisierung ist irgendwie kurz gesagt das: Ich melde mich nicht mehr nur mit einem Passwort an, was ich mir merken muss, so als Wissen, sondern ich authentisiere mich mit einem zweiten Faktor: Besitz. Das heißt, Wissen und Besitz muss ich beides mitbringen, um irgendwo Zugang zu einem System zu erlangen. Besitze gibt es unterschiedliche, die sind da in dem linken Kasten. Das heißt, mit dem Wissen und Besitz kann ich mich dann gegenüber Privacy ID authentisieren. Das soll hier demonstrieren, dass Benutzer irgendwo überall liegen können. Benutzer können in SQL, LDAP liegen oder jetzt, wo Cloud halt immer ein größeres Thema wird, können meine Benutzer auch in einem Skim-Service liegen. Ich habe eine Uhr gefunden. Jo, und das ist die eine Sache. Die nächste Sache ist, ich habe dann dieses System da stehen und dann kann ich beliebige Applikationen gegen dieses System werfen. Das heißt, ich kann mir so ein System in mein Netzwerk stellen und dann kann ich also hier einen bunten Strauß an Applikationen, Systemen, um die Authentisierung mit einem zweiten Faktor erweitern. Privacy Idea ist Open Source, ist auf GitHub gehostet. Da gibt es Issues, da gibt es Konzepte, die man diskutieren kann. Und ja, ich will herzlich einladen, einfach mal reinzuschauen, Ideen abzuladen,
nachzufragen, auszuprobieren und eure Daten oder den Zugang zu euren Daten dadurch dann ein bisschen besser zu schützen. Vielen Dank. Ja, hallo. Rainer Paulk ist mein Name. Ich gucke mal, ob ich jetzt die nächste Folie... Ah ja, OpenStreetMap ist mein Thema. Ich bin also einer von den vielen tausend Mitwirkenden bei OpenStreetMap oder manche sagen, inzwischen gibt es 1,7 Millionen Anmeldungen und möchte ein bisschen was zu OpenStreetMap erzählen. Es fing mal an als Straßenkarte, deswegen auch dieser ältere Name OpenStreetMap. Es ist aber eigentlich ein Projekt, was Geodaten in jeder Schattierung sammelt, öffentlich zugängliche Geodaten, also keine persönlichen Daten, und die in einer großen Geodatenbank zur Verfügung stellt. Das ist eigentlich dieser OpenStreetMap-Kern. Und daraus kann man eben verschiedene Anwendungen generieren, wenn man diese Daten hat. Nochmal kurz zu den Daten selbst. Sie sind frei verfügbar. Sie sind frei nutzbar. Also ich kann beliebige Anwendungen daraus ableiten oder die in jeder beliebigen Art und Weise nutzen. Sie sind von jedem frei veränderbar. Natürlich in dem Rahmen gewisser sozialer Kontrolle. Man kann nicht hinkommen gehen und sagen, die Autobahn gefällt mir nicht, die schmeiße ich raus. Das funktioniert natürlich nicht, aber man kann eben Sachen eintragen, nachtragen, korrigieren, wenn man Fehler sieht oder Ergänzungen haben möchte. Aber die Sachen, die Daten sind nicht gemeinfrei. Also die unterliegen einer Lizenz. Die sagt aber eigentlich nur bei Verwendung Namensnennung. So, und was kann man damit machen? In erster Linie kann man damit Karten generieren, das ist also dieser Beispielserver Mapnik, der auch auf der Hauptseite mit verdrahtet ist. Also Landkarten ansehen sozusagen, die zweidimensionale Nutzung. Da gibt es eine ganze Schar von verschiedenen Kartendarstellungen, die greifen alle auf die gleiche Datengrundlage. Also spezielle Themenkarten, Radfahrkarte, ich weiß nicht, öffentlicher Nahverkehr. Hier unten gibt es sogar Karten, die sich mit so einer künstlerischen Darstellung beschäftigen, so eine Art Aquarell. Also lässt sich eben alles aus diesen Daten machen. Man kann natürlich, wenn man die Daten hat, auch die prima zum Navigieren verwenden. Also tatsächlich als fürs Auto oder als Fußgänger, Radfahrer-Navigation bis hin zu Bootsnavigation per Pferd, was weiß ich. Also alle möglichen Nutzungsarten lassen sich da mit umsetzen. Sei es nun also hier in dem Falle als auf dem Smartphone oder iPhone oder ein bisschen älter vielleicht noch die GPS-Geräte, mit denen wir früher immer durch den Wald gerannt sind und die Daten aufgenommen haben. Ja, und man kann letztendlich die Daten auch nehmen, um Karten in Druckerzeugnissen zu präsentieren und beliebig oft in beliebiger Auflage tatsächlich auch zu drucken, weil natürlich auch keine Lizenzgebühren anfallen. Und das sind so also die großen Themenschwerpunkte. Wir stehen unten zu zweit und stellen uns ein bisschen vor, weil wir also von dem Projekt überzeugt sind, ohne jetzt, sagen wir mal, selber da finanziell irgendwie daran verdienen zu können. Gut, ich glaube, ja.